Ja, hallo Freunde und willkommen mal wieder. Das Zauberwort heute lautet Steganographie. Das ist eine Technik oder ja die Kunst sozusagen, Dateien als andere Dateien zu tarnen sozusagen, beziehungsweise in andere Dateien so zu verstecken, dass sie für einen ja, Dritten um Befugten sozusagen so nicht erkennbar sind. Das dient zum ja, Geheimhaltung und Vertraulichkeit, ja, oder ja, geheime Nachrichten zu versenden, kann man ja zum Guten einsetzen oder zum Bösen, je nachdem. Das ist einem selbst überlassen dann. Software dazu gibt es zwei Arten. Einmal ja, Programme, um diese Stenogramme, die sogenannten Stenogramme, zu erstellen. Und dann gibt es noch natürlich Software, um Dateien zu analysieren, Stenogramme zu analysieren, ja, ob es sich da um Stenogramme handelt. Ja, was ich damit meine, zeige ich euch am besten gleich an einem einfachen Beispiel jetzt hier. Das machen wir jetzt einfach mit dem ja, Windows-eigenen Bordmittel sozusagen. Dazu brauchen wir einfach nur eine Kommandozeile hier. Ich mache mal das als Administrator. Und habe hier, das ist jetzt einmal hier eine Exe-Datei. Ja, das ist ein ausführbares Programm zum Beispiel. Ja. Und hier habe ich ein Bild, PNG. Ja, das einfach ein Bild. Was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt dieses Programm hier einfach als oder in dieses Bild hier so verstecken, so dass ja der für jemand, der beziehungsweise einfach für menschliche Auge überhaupt nicht irgendwie nachvollziehbar ist. Ja, dazu, ich überlege gerade, ja, ich gehe mal auf dem Desktop hier. Ach gut, wo ist denn das jetzt hier? Ja, das geht, glaube ich. Ja, gehe mal auf meinen Desktop hier. Das war's nicht. Okay. Ich habe jetzt hier einmal das Foto hier, PNG. Und einmal mein Programm. Das ist hier DoNotSpy Setup Exe. Ja, das erkennt man hier an den Endungen, an den Extensions, wie man das ja, sich anzeigen lässt. Denke ich, weiß auch jeder, das geht hier über Option, Folder Option. Und dann kann man hier den Haken rausnehmen, Hide Extension for Known File Types. Also die Extension anzeigen lassen. Ja, das jetzt so nebenbei. Genau, dann werden wir jetzt einfach eine Datei, ein Stenogramm erstellen sozusagen. Das geht doch recht einfach und schnell. Dazu nutzen wir jetzt, also wir navigieren zu unserem in unserer Directory hier, in dem Fall hier bei mir auf dem Desktop. Und ja, einfach mit dem Copy-Befehl, ja, Copy slash B. B steht für Binary, binär. Und dann nehmen wir das Bild hier. Okay, der hat jetzt einen komischen Namen hier. X-Check PNG, wie auch immer. Leerzeichen plus Leerzeichen wieder. Jetzt, wir sollten aber vorher am besten uns ein Archiv hier erstellen. Wir können hier auch mehrere Bilder oder kleine Filme oder Musik oder sonst was, geheime Nachrichten halt.
einfach archivieren mit einem Programm, was auf jedem Rechner eigentlich zu Archiv hinzufügen. Mein Space ist voll. Ich mache mal jetzt hier als ZIP-Datei. Zack, und schon habe ich jetzt meine Archive hier erstellt. Das ist jetzt das etwas komprimiertes Programm. So, jetzt wieder hier zu den Kommandozeile copy slash binary Foto Leerzeichen plus Leerzeichen. Jetzt nehmen wir unsere Archive hier, Archive, unsere ZIP-Datei, also das Foto plus die Archivdatei, Leerzeichen. Jetzt können wir hier irgendeinen beliebigen Namen, ich mache mal Steno, meinetwegen. Wichtig ist die Endung hier, zum Beispiel das PNG, ja, das als Bild. Beziehungsweise, dass hier die Datei so heißt wie das erste hier, was wir kopieren. Also wo wir das hier verstecken hier rein. Ja, das erste wie das letzte hier muss identisch sein. Die Extension, also gleiche Datei. Und jetzt ja, drücken wir einfach auf Enter. Jetzt sehen wir hier ein Files kopiert. Und haben wir hier das Bild, unsere Bild Steno PNG. Ja, das ist jetzt ein ganz stinknormaler Bild für uns. Ja, ich öffne das mal. Habe ich das Bild. Ob das jetzt ein Stenogramm ist, können wir so nicht erkennen. Da gibt es, wie gesagt, spezielle Software. Was wir jetzt machen können, wir können natürlich jetzt hier die Größe einmal vergleichen. Wir sehen hier das Bild, hier das Originalbild, das ist 145 KB. Und unser Stenogramm hier, das ist schon über, ja, 1 MB groß, ja. Da diese Archive noch da versteckt ist. Beziehungsweise, wenn wir jetzt mit unserem, also wie wir uns noch, ja, wie wir das noch merken können, das ist, wenn wir jetzt einfach mit die Datei markieren und einfach mit unserem Antivirusprogramm einmal scannen lassen, nur die eine Datei, dann werden wir, genau, dann sehen wir jetzt hier, dass es, obwohl wir nur eine Datei ausgewählt haben hier, es wurden hier zwei Dateien gescannt. Ja, daran können wir jetzt merken, dass da irgendwas nicht stimmt. Und hier steht schon eine Archive, ja. So, jetzt, wie wir jetzt an unserem Programm oder an die geheime Datei oder Nachricht kommen, einfach mit der rechten Maustaste rename, umbenennen. Und zwar ZIP. Okay, jetzt noch eine Warnung, das ist die Datei. Und schon haben wir jetzt eine ZIP-Datei, unser Programm, das ist jetzt was anderes, aber das funktioniert. Und haben wir unsere Datei hier und können ja, ausführen und so weiter. Das geht natürlich genauso mit einer Textdatei, meinetwegen. Ich erstelle mal ein Textdokument hier, mach mal Test. Der Name ist jetzt egal. Und ich kann das leer lassen oder schreibe ich einfach mal eine Zeile. Okay. Save. Und ja, genau. Jetzt kann ich mir einfach mit dem Copy Binary die meine Textdatei plus meine Archive hier zum Beispiel do not spy zip und jetzt mache ich mal eine Stenogramm TXT. Wie gesagt, die Endung ist hier wichtig, dass es identisch wie hier ist. Und wenn ich jetzt Enter drücke, wird das File hier kopiert. Wenn ich jetzt allerdings diese Datei öffne, dann wird wahrscheinlich einen, genau, hier ist mein Text und danach kommt ein, ja, hier ein kryptischer Text hier. Ja, die meisten werden ja irgendeine beschädigte Datei. Und schon haben wir eine Textdatei hier,
Hier gilt das gleiche, einfach an ZIP umbenennen, die Warnung, und schon können wir ja auf unserer Stick, das kann man auch mit, wie gesagt, alles Mögliche machen. Also das ist jetzt natürlich eine einfache, ja, die einfachste Variante jetzt hier sozusagen, die Daten zu verschlüsseln, wenn man so sagen kann, zu tarnen, zu verstecken. Ja, Möglichkeiten sind hier eigentlich beinahe unbegrenzt. Vielleicht durch unsere Fantasie. Aber wir können jetzt hier auch in Bilddateien zum Beispiel selbst ausführende Exe-Dateien zum Beispiel und ja, hin und her verschicken, und beim Öffnen des Bildes wird einfach die Exe-Datei ausgeführt und so weiter. Ja, Möglichkeiten sind hier, wie gesagt, beinahe unbegrenzt. Das ist jetzt eine einfache, hier ganz einfache Form hier, um Stenogramme zu erstellen. Ja, das war es eigentlich schon alles vorerst. Ich hoffe, das war für den einen oder anderen ein bisschen hilfreich. Vielleicht ein bisschen mehr darauf achten, wenn wir Bilder über den Messenger oder Facebook oder irgendwie bekommen, versendet, und einfach anklicken, was dahinter stecken kann. Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich und bis nächstes Mal.